kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel. Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum. Insbesondere die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung reingeht. Das ist das große Bild. Der gemeinsame Podcast des Private Banking Magazin und ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich führe auch dieses Gespräch aus meiner Perspektive als Family Officer, Beirat und Treasurer. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Bevor wir uns auch in dieser Folge wieder mit den Kapitalmärkten beschäftigen, ist mir folgender Hinweis wichtig. Die Gespräche, die ich in diesem Podcast führe, sind zum einen ohne jegliche Gewähr und zum anderen keine Anlageberatung. Erst recht nicht für bestimmte Finanzprodukte. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Ich freue mich ganz besonders, Mario Timpanaro von Aquis Capital wieder begrüßen zu dürfen. Lieber Mario, herzlich willkommen zurück im großen Bild. Danke vielmals für die lieben Worte. Ich bin sehr gerne wieder in München zurück. Bis auf das Wetter passt alles. Es hat heute geschneit und fast schon gehagelt. Das ist Frühlingsanfang auf Münchnerisch. Drei kurze Fragen zum Einstieg. Lieber Mario, wie geht's dir? Geht mir eigentlich gut. Ich bin erst seit einem Monat zurück aus Asien. Ich werde Ende Mai wieder gehen, wieder in wärmere Gebiete. Das tut sehr gut. Mir geht's gut. Wie geht es Asien? Asien ist ein gemischtes Bild. Die Medaille hat zwei Seiten. Du hast ein bisschen die gute Seite, die schlechte Seite oder wie ich auch das so sage, Licht und Schatten. Wie geht's China? Nicht gut. Nicht gut. China hat meiner Meinung nach zu viele Fehler begangen in den letzten paar Jahren. Den Anspruch, Amerika einzuholen und zu überholen, da haben sich zu viele selber Beine gestellt. Angefangen mit der verfehlten Covid-Politik, die jetzt zum Glück vorbei ist. China hat sich dann ein bisschen erholt, der Konsum natürlich. Da war ein großer Nachholbedarf, das hat man ganz klar gesehen. Auch die Börse hat sich erholt. Aber die Börse ist seit 2,5 Jahren, zeigt sie nach Süden. Was wir gemerkt haben, mit der China Plus One Strategie, die wir eigentlich schon im 2020 schon ein bisschen gepusht haben, haben wir schon gemerkt, dass große Institutionelle und vor allem Family Office, was unsere größten Kunden sind, China aus dem Portfolio genommen haben. Ja. Die Frage ist, wann gehen die wieder rein? Und wenn ich die kenne, das sind Leute, die ich über längere Zeithorizonte investieren. Das wird nicht der Fall sein, so schnell. Ich kann mir aber vorstellen, dass Opportunistik auf dem tiefen Niveau Bargain Hunters versuchen, da ein bisschen auf dem tiefen Niveau was zu kaufen, das nicht auszuschließen, eher bejahen. Um das mal von der Seite nochmal kurz zu beleuchten, ich beobachte auch, dass viele Asset Manager und amerikanische Investmentbanken, die vor Ort sind und für europäische und amerikanische Kunden ein China-Portfolio anbieten, das dort gerade einstellen. Und für eine globale Investmentbank, die dort vor Ort sein möchte, wo das Wachstum stattfindet und ungeachtet aller geopolitischer Risiken, über die wir noch sprechen müssen, dort langfristig eine Kundenbasis aufbauen möchte, ist das ja ein Riesenstatement, dass tatsächlich die Investoren einerseits und auch die Instis, mit denen ich spreche, sich dort zurückziehen, weil sie in ihren Aufsichtsgremien die Gespräche gar nicht haben wollen. Sag mal, warum machst du China? Warum verlieren wir da? Jeder guckt drauf, jeder zeigt mit dem Finger drauf. Und dabei ist es natürlich nicht so hoch gewichtet, dass es relevant ist. Aber niemand möchte diese Gespräche. Und ich glaube, so wie du das einschätzt, wird es auch sein, bis die Investoren zurückkommen, wird viel Zeit vergehen. Und was wird denn China tun, um die Investoren wieder einzuladen? Oder ist es überhaupt in ihrem Interesse? Also über die Fähigkeit im Wealth Management von chinesischen Banken zu sprechen, das ist eine Anmaßung, kann ich nicht. Ist klar, dass das eine große Bevölkerung, da ist Wachstum drin, ein bisschen weniger. Ob die Zahlen stimmen, das wissen wir ja nicht, wir nehmen sie einfach mal wahr. Dass die Banken da Fuß fassen möchten, verstehe ich absolut. Das sehe ich übrigens in Vietnam, das ist
extrem interessant, weil extrem viel Wealth kreiert wurde, aber das Zeug, das Werkzeug, um Private-Kunden zu betreuen, eine Portfoliostruktur, das ist nicht so weit. Also es ist mutig von diesen Banken, vielleicht habe ich eine falsche Einschätzung, aber ich kann echt wenig darüber sagen. Es ist mutig, dem Mutigen gehört die Welt, wie es schön sagt. Und wenn du da natürlich einen Fuß dran setzt und einen guten Job machst, ist es gut. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern Chinesen, Privatpersonen im Ausland investieren dürfen. Das ist die zweite Frage. Darf das Geld aus dem Land raus? Dürfen die ausländische Investitionen haben? Ich bin da sicher nicht der Experte für Privatkundengeschäfte. So, und jetzt ist bei vielen die Situation entstanden, China machen wir nicht mehr, der geopolitische Risikoaufschlag ist zu hoch. Vielleicht, um China nicht gleich zu verlassen und nach Vietnam oder vielleicht auf die anderen Emerging Markets rüber zu schwenken, um deine Einschätzung da einzufangen, wie siehst du denn die geopolitische Lage und Aktivität Chinas? Ich werf mal eine freche These in den Raum. Ich weiß, dass ich dir das so sagen kann und du vielleicht nicht so diplomatisch antworten wirst, hoffe ich zumindest. Wir haben vor kurzem diese geopolitische oder eine neue geopolitische Eskalation gesehen zwischen dem Iran und Israel. Und ich würde behaupten, dass wussten vielleicht nicht nur vorher die Amerikaner, es wussten auch die Chinesen und die Russen. Und es ist natürlich in beider Interesse, dass sich die Aufmerksamkeit in den Nahen Osten richtet. Denn wenn China irgendwann mal den warmen, freundschaftlichen Arm um Taiwan legen möchte, dann ist es gut, wenn andere Freunde Taiwans gerade sehr beschäftigt sind auf anderen Regionen der Welt. Ja, die ewige Taiwan-Geschichte. Aber ich habe meine eigene Meinung dazu. Wir beobachten seit gut anderthalb Jahren, dass da ein gewisser Know-how-Transfer passiert. Intel war das beste Beispiel vor mehr als anderthalb Jahren, die Fabriken in Amerika zu haben. Das eine wegen der Supply Chain Disruption, Lieferkettenunterbrüche auf Deutsch, aber auch die politische Geschichte. Und wir sehen auch übrigens, dass taiwanesische Firmen mit vietnamesischen Firmen sprechen über Fabriken für Herstellung von Semiconductors in Vietnam. Das sehe ich sehr wohlwollend. Aber für mich ist die Geschichte mit Taiwan eigentlich eine Sache der Zeit. China wird sicher sich Taiwan einverleiben, wenn ich das so ausdrücken darf. Und das wird dann ein Non-Event sein, weil der Transfer da ist. Ich würde eher die Aufmerksamkeit auf 2025 legen. Biden war noch irgendwie China-freundlich. Trump wird es mit Sicherheit nicht sein. Ich erinnere dich an den Handelskrieg zwischen China und Amerika. Das wird wieder aufflackern, alle vier Jahre die Außenpolitik zu ändern bei den Amerikanern. Das wird immer zu Unsicherheiten. Und was die Börsen nicht mögen, ist Unsicherheit. Sie können mit allem dealen, aber nicht mit Unsicherheit. Also da sehe ich eher die Problematik und es sieht momentan so aus, dass Biden das Rennen machen wird. Schade, es sind eigentlich zwei ältere Menschen, die schon lange in den Ruhestand hätte gehen müssen sollen. Nicht durch jüngere Leute, die das Land mit neuen Ideen auffrischen, in die richtige Richtung bringen. Das tut weh, aber das ist jetzt einfach Fakt. Mit dem muss man versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, was auch die Asset Allocation geht. Was wir sehen, ist eigentlich, dass in Europa wenig abgeht, obwohl die Börsen auf höherem Niveau sind. Die Musik spielt nun mal nach wie vor in Amerika. Da ist die Technologie einfach, vor allem Tech-Stocks so weit fortgeschritten, den kannst du das Wasser nicht erreichen. Die sind top. Und der Flow geht nach Asien. Aber natürlich waren wir ein bisschen auch der Nutznießer von der Situation von China, dass man China jetzt einfach den Rücken abgewandt hat und sich die anderen Länder anschauen. Ich sehe nach wie vor die Problematik Malaysia. Das ist immer noch, da gehen die Leute nicht rein. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass eigentlich Thailand die Börse negativ war. Ja. Gründe dafür war ganz klar die höhere Zinsen. Vielleicht magst du dich erinnern, im letzten Gespräch vor einem Jahr gesagt, ja, wishful thinking. Wir sehen höhere Zinsen, das ist jetzt passiert.
jetzt, ja, wie weiter? Jetzt ist, sprechen ja alle Leute, die viel gescheiter sind als ich, was passieren könnte, aber schlussendlich weiß es keiner. Ja. Und das ist jetzt das latente Risiko, was passiert. Alle hoffen jetzt auf tiefere Zinsen, aber als die Zinsen noch stiegen, und da musst du ganz klar sehen, dass thailändische Aktien einen Debt-to-Equity haben von 86% und Vietnam 15,3%. Also die Firmen, die überverschuldet sind, die kriegen Headwings und das ist nicht leicht zu fliegen. Ja. Du brauchst mehr Energie und du verbrennst Energie für andere Sachen, die vielleicht wichtiger wären. Und das ist nun mal so, es sind nicht alle Länder so wahnsinnig gut aufgestellt. Wir finden Vietnam sowieso, ich meine, das ist unser Steckenpferd. Indonesien sehr interessant, eine gute Bevölkerung und für die, die ein bisschen ein riskantes Anlageprofil haben, bietet sicher Philippinen einige interessante Einstiegspunkte. Und das werden wir jetzt in den nächsten paar Monaten sehen, wo die Musik geht, wo geht der Moneyflow hin. Du hast Malaysia genannt. Also ich meine, in Malaysia hatten wir mal diesen Skandal, aber was ist insgesamt die Stimmung aktuell in Malaysia, wenn du das beobachtest? Also ich werde jetzt im June in Malaysia sein. Mhm. Ich werde in ein paar Länder bereisen, unter anderem auch Malaysia. Politisch war Malaysia für mich ein No-Go die ganze Zeit. Das ist zu, man spricht in Vietnam von Korruption. Ich meine, die Korruption ist überall, in Europa, in Amerika und natürlich in Asien. Ich freunde mich nicht so gerne mit Malaysia an. Mhm. Punkt. Gut. Das nehmen wir so hin. Aber jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, welche Anrainerstaaten in Südostasien aus seiner Sicht interessant sind. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz das weiche geopolitische Waffenarsenal der USA und Chinas ordnen und gucken, inwieweit die Staaten, die du gerade genannt hast, davon unbehelligt sind und davon vielleicht auch profitieren können. Wir haben gesehen, und da fand ich es beiden nicht so China-freundlich, dieser American Chips Act war natürlich wirklich ein richtiger Schlag und auch ein aggressiver Versuch, die Chipsindustrie in China zu stören. Was, wie ich dann gelernt habe, mit dem neuesten und wichtigsten Huawei-Handy nicht gelungen ist, weil da schon ein chinesischer Chip drin ist. Der zwar wohl verbotenerweise über eine ASML-Maschine gebaut worden sein soll, aber der wahnsinnig fortschrittlich gewesen sein soll. Und ich sag mal so, als Gegenschlag haben die Chinesen mal große Treasury-Berge auf den Markt geworfen letztes Jahr, was den Amerikanern nicht geschadet hat. Da haben wir alle drüber gesprochen, können die Amerikaner ihre Schulden überhaupt langfristig so tragen, bis wir mal gemerkt haben, dass das chinesische Treasuries waren, die da auf den Markt geworfen worden sind. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man sich noch gegenseitig kitzeln und schmerzen kann. Also was du sagst, kann ich bestätigen. Ich habe gesehen, dass Chinesen Geld repatriiert haben. Und die Frage wurde mir letztes Jahr auch schon ein paar Mal gestellt. Ist das wegen, was in der Ukraine passiert ist, dass Gelder blockiert wurden von Russland in anderen Ländern? Vielleicht ja. Es ist ein guter Grund, dass man das Geld repatriiert. Und da war die Frage ja fast logisch. Ist es wegen Taiwan, steht das bevor? Ich glaube, die Chinesen, wenn sie ablenken wollten oder möchten von ihrem hausgemachten Problem im Land, dann machst du so eine Übung. Aber das würde jetzt, glaube ich, die Welt zu stark strapazieren. Wir haben die Problematik Neue Europa mit der Ukraine und Russland. Wir haben die Problematik am Roten Meer, was wieder zu Lieferkettenunterbrüche gibt. Wir hatten heute Morgen einen guten Vortrag, wie viel vom Öl über diese Seite kommt, Öl und Liquid Gas. Das ist 20%, das ist beträchtlich. Und dann hast du die Problematik mit Israel, das hoffentlich nicht einen Teppichbrand auslöst, weil das würde zu Unsicherheiten bringen, dann würde es wieder höhere Ölpreise wahrscheinlich haben. Ja. Und noch Taiwan dazu käme, dann too much. Das würde die Community wahrscheinlich nicht vertragen, weil zurzeit für das ganze Umfeld, das wir haben, sind die Börsen zu hoch. Aber die Frage ist ja, für wen wäre es too much? Wenn das Szenario sich so bewahrheitet, in den zwei Wochen, in denen sich Trump und Biden darum streiten, wer jetzt in Texas, Kalifornien oder sonst irgendwo oder in Florida
tatsächlich die meisten Stimmen hat und wer deswegen Präsident wird, wäre das eigentlich genau der Zeitpunkt, an dem es wahrscheinlich am leichtesten ist, alle Flächen nochmal in Brand zu setzen. Und es gibt Geostrategen, einer hat letztes Jahr auf dem Private Banking Kongress in Hamburg dazu gesprochen, die sagen, das ist sehr wahrscheinlich und es wäre naiv, das auszuschließen, dass das passiert. Ja, stimme ich zu. Das ist latent. Mhm. Agree. Gut, nachdem wir wissen, es kann problematisch werden, lass uns mal schauen, wie die guten Anlagemöglichkeiten aussehen. Also, wir wollen uns von China unabhängig machen. Wir kennen deinen Vietnam-Fonds. Wir haben über Vietnam beim letzten Gespräch schon viel gehört, haben auch darüber gesprochen, was der Begriff von Nachhaltigkeit in Vietnam bedeutet und wie der sich entwickelt. Wenn man sich breiter aufstellen möchte und sich wirklich intelligent mit den Emerging Markets beschäftigen möchte, dann seien wir ehrlich, das siehst du bei deinen Kunden ganz klar und das sehe ich auch. Wir sitzen in Europa, wir wissen, hier wachsen wir zu wenig, also haben wir schwerpunktmäßig bei aktiven Unternehmensvermögen, Aktien, Private Equity, die USA investiert, ein bisschen Europa, nach Asien trauen wir uns nicht rein, wir kennen uns nicht aus, es ist alles so politisch aufgeladen und alles so intransparent. Was machen wir da, um trotzdem abzubilden, dass es Länder gibt, in denen Wachstumsraten wirklich herausragend hoch sind, und zwar strukturell und nicht irgendwie hochfinanziert? Gute Frage. Du hast mehrere Fragen gleichzeitig gestellt. Fangen wir mit den ESG an. Wir haben mit ESG angefangen 2013. Da sprach die Welt noch nicht wirklich nach Nachhaltigkeit. Wir wollten dem Ganzen einen Stempel setzen für die Zukunft, für die nächste Generation. Und zwar gut. Was wir gemerkt haben, dass die großen Betriebe, die staatsnahen Betriebe, die hören auf dem Ohr überhaupt nicht zu. Wir sehen eine sehr wohlwollende, gute Entwicklung bei den kleinen und mittelgroßen Betrieben, die sich ein bisschen in diese Richtung bewegen. Ich kann dir noch ein paar Zahlen sagen. Wir hatten erst gerade Ende Februar von der Vaveritas ein Rating bekommen. Sind jetzt bei 55,7 Punkte für Vietnam. Im Vergleich dazu, die etablierten großen Märkte sind zwischen 60 und 64. Mhm. Also schon was passiert. Und das geht in die richtige Richtung. Aber natürlich das Greenwashing, das ist immer noch eine Problematik. Und das muss man natürlich cutten. Das geht gar nicht. Aber das braucht seine Zeit. Eine politische Issue. Zu den anderen Märkten von der zweiten Frage. Wie war die schon wieder? In welche Teilmärkte gehen wir denn? Wie bilden wir Asien so ab, dass wir uns vor diesen Dingen, die ich genannt habe, nicht so stark fürchten müssen und sind vielleicht auch dann in den Ländern, die du auch genannt hast, ja, die Sinn machen, die volkswirtschaftlich strukturell gesund wachsen? Also danke nochmals. Also ich schaue immer noch, würdest du dein eigenes Geld dahin tun? Mhm. Und wenn ich jetzt das sehr kritisch angucke, ich gucke das wirklich sehr kritisch an, nebst Vietnam, ja, sagt Finger weg von Malaysia, mir gefällt Indonesien sehr gut, Philippinen gefällt mir gut, in Singapur hat es ein paar gute Companies, aber auch in Thailand. Die musst du wirklich rauspicken, das ist ja unser Stil. Wo kriege ich einen Mehrwert auf 2, 3, 4, 5 Jahre für Leute, die diesen Teil der Erde gern haben? In Japan haben wir einen riesen Run gehabt, nach 25 Jahren wieder die alten Highs zu touchieren. Es brauchte eine Generation, was unglaublich lange Zeit ist, in einem Markt, der sich sehr schnell entwickelt. Ich würde sagen, die Demografie ist sicher ein Punkt, der hilft. In Europa machen wir uns das Leben selber schwer. In Asien kriegt ihr das besser hin. Das schlägt keine Kuh weg. Also geht der Moneyflow in diese Länder, die ich jetzt genannt habe. Aber wirklich am meisten Geld sehen wir Inflow in Vietnam. Und das von allen Seiten, weil die Story gefällt allem. Vielleicht hast du es gesehen, letztes Jahr im Dezember war Biden da. Ja. 2 Wochen später war sofort Xi Jinping da. Sie sprechen dann miteinander, das würde ich sagen. Und die sind freundlich zu Vietnam gesinnt. Und im Januar war der japanische Premierminister da. Und das ist ein wichtiges Zeichen, wie die Wahrnehmung Vietnam ist. Das hat sich massiv verändert in den letzten Dekaden. Und warum ich jetzt gerade Japan hervorhebe, ist, dass ich Japan innerhalb der letzten 4 Jahren
die waren an Rang Nummer 7 für die Direktinvestitionen, das sind jetzt auf Nummer 2. Und das zeigt ja, wie interessant auch Vietnam als Produktionsstandort für die Japaner ist. Nicht nur wegen den tieferen Produktionskosten, die Stabilität der Regierung, die Währung. Zwar, das ist ja jetzt 4% verloren, aber es zeigt, und das, du kannst dir ja vorstellen, die machen da keine T-Shirts in Japan. Das sind ja alle Produkte mit einer höheren Wertschöpfung. Aber da könnte man im Prinzip auch wieder die Angst aufbringen, dass die Absatzmärkte für diese japanischen Unternehmen, die dort produzieren lassen, ja auch China sind. Und wenn es Spannungen gibt und man sich darüber Gedanken macht, wie man auf irgendwelche Aktionen in Taiwan reagieren kann, und zwar als konzertierte Aktion des globalen Westens, zu dem ich jetzt Japan hier mal dazu zähle, die zivilisierten Demokratien, dann wäre das ja wahrscheinlich auch nochmal ein Hindernis für diese Entwicklung der japanischen Unternehmen. Siehst du das so oder ist das eine falsche Einschätzung? Nein, teile ich nicht ganz so, weil die Japaner, die machen auch Fehler, aber vieles machen sie richtig. Sie haben jetzt aus den Fehlern der letzten 25 Jahre gelernt. Nach wie vor, wenn jetzt in Taiwan passiert, dann hätte das vielleicht einen kurzen Einfluss auf die Börsen, klar. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner da intervenieren. Die haben andere Probleme, hausgemachte Probleme, die zu lösen sind. Obwohl in Amerika die lokomotive Wirtschaft extrem gut funktioniert, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Minimum. Ja, die müssen ja die Zinsen hochbehalten, um ein bisschen gegenzustemmen. Aber in Japan, Dollar-Yen ist eigentlich die Schlüsselfrage, wo bewegt sich der hin? Und entsprechend wird sich die Börse mit Hilfe dieses Währungspaares auch besser lesen können, ja, wo sie hingeht. Und das ist auch in Japan, sind die Leute, wie ich höre, nach wie vor investiert. Indien gefällt vielen, vielen Leuten. Was Vietnam der Nutznießer war von der Supply Chain Disruption, haben wir schon gesehen, dass die Fabriken dissoziiert haben von China nach Vietnam. Ja, Fabriken für die Herstellung von Produkten, ja. Pharma, Bio, Chemie ist ganz klar nach Indien gegangen. Und Indien ist nach wie vor ein Platz, wo ist hoch bewertet, Preis zu Book, PI, aber da hat Gründe dafür und da spielt die Musik, ganz klar. Zählt jetzt noch Asien, Indien zu Asien, oder? Das ist eben die Frage. Ja, für mich nicht. Die Menschen sind zu verschieden. Ja. Und wenn du deinen Blick nach Afrika richtest, nach Südamerika, dann ist in Südamerika wahrscheinlich näher und da haben wir auch schon mal wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen Investment-Historie als normale Europäer, die sich versuchen, global aufzustellen. Afrika ist diesbezüglich sehr weit weg. Aber was sind da deine Einschätzungen? Du kennst, glaube ich, meine Position. Also, wow. Südamerika, fangen wir mit dem an. Ja. Südamerika hat es auch Licht und Schatten. Da hat es ein paar Länder, die sich sehr gut aufgestellt haben, auch die gewisse politische Stabilität zu haben, um Geld anzuziehen. Und für mich, ja, auf die nächsten 20 Jahre, Afrika, absolut. Und zwar nicht Ostafrika, das ist eigentlich gut entwickelt, mehr Westafrika. Und in Westafrika herrscht ein Problem, das sind die Franzosen. Ja. Das müsste eigentlich sich auflösen, wie auch die Commonwealth-Länder von England. Das wird passieren in den nächsten 10, 20 Jahren, ich hoffe früher, weil das würde in diesen Ländern eigentlich effektiv die Flexibilität geben, nicht mehr Geld nach Paris zu zahlen, im Beispiel für die Franzosen, das Geld würde im Land investiert werden. Also ich finde Afrika, da kommt natürlich jetzt sicher die Frage der Korruption, wie ich dich kenne, aber mit dem muss man handeln können. Ich bin überzeugt, dass Afrika, ich habe Projekte selber, meinen Private Equities in Westafrika. Also da sehe ich Potenzial. Aber Afrika ist ein großes Kontinent. Da muss man gezielt die richtigen Länder rauspicken. Es gibt ein paar sehr interessante. Frag mich, welche es bitte. Ich frage was anderes. Wie nimmst du denn deine Investoren an die Hand und führst sie zu diesen Ländern und führst sie zu diesen Opportunitäten? Also das jetzt mit den Afrika, meinst du? Ja. Das ist etwas, das ich privat mache. Okay.
da ist die Aquis nicht bereit. Wir sind viel zu klein. Wir sind 21 Leute, 9 Leute in Zürich und der Rest des Teams, wie du weißt, ist in Ho Chi Minh City, unser Analystenteam. Da müsste man sich Know-how aufbauen. Und ich kann dir eins sagen, afrikanische Menschen sind sehr gut gebildet. Man unterschätzt diese und die haben Hunger. Ja. Aber eben, nicht in jedem Land in Afrika teilen sie diese Philosophie. Aber wäre es denn dein Wunsch und deine Idee, dass man für den klassischen westlichen Investoren einen Weg nach Afrika baut und da investiert? Absolut. In liquide Märkte? Absolut. Leute, die das... ich finde einfach wichtig, wenn man über solche Themen diskutiert, muss man die Länder besuchen. Wenn du da durch das Land reist, hast du eine ganz andere Wahrnehmung als ein Bericht am Fernsehen, was du liest über die sogenannten Experten, die alles wissen. Du musst selber hingehen, dir ein Bild machen, wo siehst du Potenzial. Und ich finde, nachdem wir Europa sich extrem gut entwickelt hat, die Amerikaner, da hast du den ganzen Teil von Asien. Wo gehst du als nächstes hin? Und der Kontinent ist eigentlich ausgehöhlt worden von gewissen Investoren. Für mich einer der reichsten und wertvollsten Länder ist dieser Kontinent. Aber eben, da musst du die Experten wirklich die Know-how haben, in so einen Fonds zum Beispiel reinbringen. Und ich bin überzeugt, dass wenn du da ein bisschen Mut, man sagt ja, der Mut gehört die Welt, ist das für mich einer der interessantesten Orte auf der Welt. Vielleicht, wenn wir in 1 oder 2 Jahren hier sprechen, gibt es das und ein Wunsch wurde erhört. Ich würde mich riesig freuen. Also deine Expertise für Afrika wäre ein großer Gewinn für die Branche. Fände ich super. Aber lass mal die anderen Länder noch mal hochleben, die du erwähnt hast. Und wie geht man in diese Länder mit dir rein? Wie kann man in diese Länder mit dir investieren? Also wir haben Expertisen über mehr als 12 Jahre in Vietnam. Da ist ein sehr gutes Team, das sehr gut gearbeitet hat. Bei den Usage-Fonds über längere Zeitperioden haben wir uns einen Namen gemacht. Aber groß heißt auch nicht gut. Also du musst da nicht nachlassen, du musst am Ball bleiben. Es gibt verschiedene Länder, die, wie gesagt, interessant sind. Aber weißt du, am Anfang ist es eben wichtig, mal ein paar Initialinvestoren zu kriegen, damit mal ein Setup eines Fonds gemacht ist. Am liebsten USITS, was ein Gesetz ist von 1985 der EU, das schützt auch die Investoren. Das hat ein ganz bestimmtes Investment Framework, nichts anderes. Und das ist noch wichtig. Also das muss in die Richtung gehen. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren haben ein paar das probiert. Das ist alle rein, alle wieder raus. Das muss was sein, was sustainable ist. Und dann wäre vielleicht die Frage, kann man das mit ESG machen? Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen. Wir haben ESG-Expertise in Vietnam, da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben das mit der Zeit auch gelernt, die dummen Fragen zu stellen. Ja. Und bei solchen Ländern musst du dir das Know-how aufbauen. Das machst du nicht über Nacht. Also es ist nicht mein Style. Sowas aufzubauen braucht Monate, wenn nicht Jahre, etwas seriöser zu machen, damit auch die Leute dir glauben und wissen, dass es funktioniert. Das sind gute Leute mit Know-how hinter der ganzen Geschichte. Aber eben, das braucht ein bisschen Zeit. Die fehlt mir momentan. Viel am Reisen natürlich und viel bei Kunden jetzt in München. Ja. Sehr schön. Zum Abschluss nochmal, wie war denn die Performance in Vietnam von deinem Fonds? Letztes Jahr haben wir eine gute Performance gemacht. Wir sind eigentlich gut ins Jahr gestartet. Für meinen Gusto fast ein bisschen zu schnell. Ja. Ich habe ziemlich Kasse gemacht. Ich habe fast 20% Kasse gemacht. Profit genommen. Da sind Titel zwischen 85 und 105% gelaufen seit letztem Oktober, als der Markt zurückkam. Da waren wir bereits Kasse und haben gut gekauft. Ich erwarte jetzt das Q1-Zahlen. Q4-Zahlen waren eigentlich nicht schlecht, aber eine Schwalbe macht auch keinen Frühling. Ich möchte das mindestens 2 Quartale hintereinander so sehen und bestätigt werden. Jetzt der Markt ist ein bisschen zurückgekommen diese Woche, ist von uns auch so erwartet worden. Bin überzeugt, sobald wir ein besseres Bild haben über die Quartalszahlen, das wird sich bis sicher Ende April auszögern, dass wir ein bisschen gute, super gute Möglichkeit haben,
im Mai einzusteigen. Die Performance year to date ist flat. Mhm. Okay. Prima. Ja, Mario, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Das war wie immer sehr viel Klartext. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich freue mich darauf, wenn wir das beim nächsten Mal beleuchten. Dann sind vielleicht von den Szenarien schon einige eingetreten. Ich hoffe fast nicht, aber wir bleiben wachsam und ich freue mich auf den nächsten Austausch. Ich mich auch. Lieben Dank, Christian. Dankeschön.